Und Lars Klüter mal was abgekriegt. Wird abgeklatscht und dann geht's weiter. Wieder Freiburg für dickes Rohr. Wieder ist es Förster. Der Ball geht aus. Und es gibt wieder Freiburg für die Güstrower, was so langsam den Unmut des Publikums hier auf sich zieht. Und Förster gegen Klütermann, Schlenzel hält. Und der Nachwurf ist dann drin von Rick. 18-14. Da war Klütermann erst dran mit den Fingern. Schlenzel hält den Ball. Und der Nachwurf ist dann aber drin. Und jetzt spielt man mit drei Schnellen und Guido Krüger und Mario Seider setzt sich durch, macht das Tor zum 19-4 für Banskulitzen. Und der Wurf von Förster geht an den Posten. Und jetzt ist die Halle wieder da und jetzt muss Banskulitzen versuchen, das Spiel zu entscheiden, oder nicht? Das war jetzt eine wichtige Phase, die haben sie gut überstanden. Jetzt haben sie sich auch darauf eingestellt, auf die 4-2-Deckung. Das ist jetzt gerade wieder die Situation. Die stehen da echt, die können wirklich Karten spielen dort. Fuß. Und das war klasse reagiert, Marius Seider. Die Güstrower zu passiv. Marius greift sich den Ball, es war kein Pfiff. Der Ball ist drin. 20-14. Ich glaube, dass jeder damit gerechnet hat, dass Fußspiel gepfiffen wird, dass es einen Freiwurf gibt. Deswegen war man auf Güstrower Seite ein bisschen passiv. Marius hat schnell geschaltet. Das zeichnet ihn ja auch aus, einen gewissen Spielwitz immer mit dabei zu haben und nimmt halt bis zum Ende das durchzumachen. Ah. Kreisläufer nicht gut übergeben, hat man einfach laufen lassen. Ja, Andreas Nowatzki mit dem Treffer. Und man ist jetzt bei Güstrow dazu übergegangen, wieder beide. Ich dachte, man ist jetzt darauf übergegangen, nur Klütermann aus dem Spiel zu nehmen. Förster die Hand dran, aber es gibt Einwurf für Banskulitzen. Bürger Frind hat die Timeout-Karte in der Hand. Er will vielleicht nochmal was verändern, jetzt vielleicht auch seine Mannschaft nochmal ein bisschen beruhigen. Marco Ohm nimmt sich den Wurf und das war klasse gehalten von Pötsch. Und jetzt gibt es den Freiwurf, den auf Güstrower Seite niemand versteht. Ja gut, das gleicht sich dann wieder aus. Mit den Aktionen, die man auf der anderen Seite nicht so ganz nachvollziehen kann. Marco ist ein kleiner Spieler, Gegenspieler ist relativ groß. Wenn man ein bisschen stößt, dann hat der Kleinere immer den größeren Vorteil. Der Ball von Seider geht jetzt vorbei. Und Güstrow wintert hier weiter Morgenluft. Und wieder ist es Stefan Förster, der mit seinem 5. Treffer hier erfolgreich ist. 20-14. Und die Banskoren fällt da jetzt nicht viel ein in der Abwehr. Naja, da bleibt man einfach zu passiv hinten stehen. Das ist jetzt der 3., 4. Wurf, den Förster sich so nimmt. Da muss man einfach rausgehen, den Schritt entgegen den Gegenspieler festmachen. Wir sind hier nicht beim Hallenhalmer. Da muss man, Handball ist Kontaktsport und das muss auch Herr Förster merken. Robert Schneidewind dann jetzt im Spiel, nimmt sich den Wurf, es klappt leider nicht. Scheitert wieder ein Pötsch. Aber eben eine schöne Finte von Henrik Strauß hat man gesehen. Ruft wach ran, spielt den Ball auf Klütermann und dann sofort der Pass nach außen. Der war dann frei. Auf Wanskower Seite hat man jetzt auch, ist man dazu übergegangen, wieder 4-2 zu spielen. Stölkin und Förster versucht man da aus dem Spiel zu nehmen jetzt. Aber was für Robert eine relativ schwere Aufgabe sein wird, weil Förster doch körperlich überlegen ist. Robert nicht ganz so schnell auf den Beinen. Da muss man eben halt doch besser drauf reagieren. Und ich glaube, dass man mit Seider oder Strauß dort besser aufgetan wäre auf der Position. Aber was man, Robert hat einen relativ guten Winkel und sowas muss natürlich jetzt in dieser Phase des Spiels einfach auch sitzen. Auch wieder ohne Ideen jetzt das Angriffsspiel. Einzelaktion mit dem Kopf durch die Wand. Da muss auch irgendwann der Arm kommen. Und der Wurf jetzt vorbei.
Aber man schafft es auf Bandscore-Seite trotz allem, auch wenn der Ball jetzt vorbei war, nicht so recht, Stefan Förster aus dem Spiel zu nehmen. Ohne diese lenkende Hand sehe ich bei Güstrow nicht mehr viel. Da hast du nicht ganz unrecht, aber es ist immer auch schwer. Er ist ja nicht ohne Grund so ein guter Spieler und weiß auch solche Situationen zu lösen, seine Mitspieler mit ins Spiel zu bringen. Oder eben halt auch sich selber durch Einzelaktionen gekonnt in Szene zu setzen. Es ist eben halt, man muss auch darauf achten, wer verteidigt gegen ihn. Ich habe gesagt, ich denke, dass Robert momentan nicht der richtige Gegenspieler dafür ist. Jetzt lässt Marco erneut wieder von außen die klare Chance aus. Es wird jetzt wirklich Zeit, vielleicht doch für Bürger die Auszeit zu nehmen, um auch nochmal ruhig auf seine Mannschaft einzuwirken. Die Situationen müssen besser vorbereitet werden. Und um eben halt auch, man ist jetzt schon seit einiger Zeit ohne Torerfolg und das muss sich ändern, weil sonst wird es wirklich nochmal ganz, ganz eng. Ja, Felix Behling, der hat ein Ballett und jetzt, das wollte ich dich gerade fragen, ob man das nicht mal stellen sollte für die beiden Halben. Und jetzt stellt man mal für Lars Glütermann, aber er scheitert an Pötsch. Und da steht die Abwehr noch nicht ganz gut formiert. Aber man kann den Ball holen. Ja, Lars hat jetzt das vermehrte Mal nach unten geworfen. Da sitzt der Torhüter schon. Das ist ja in der ersten Halbzeit auch augenscheinlich gewesen. Den ersten freien Wurf, den er sich dann vor der Torhüter auf dem Fußboden sitzt, schon einfach mal umzuwerfen. Das muss Lars jetzt auch sehen, dass der Torhüter wirklich unten stark ist. Daniel hat Erfolg, weil er gut trifft. Aber Lars muss das Wurfbild jetzt einfach verändern. Wichtig jetzt auch nochmal hier die Unterstützung von den Zuschauern, die ihrer Mannschaft deutlich zeigen wollen, dass sie hinter ihr stehen, dass sie den Gegner nochmal beeindrucken wollen. Dass man vielleicht sagt, okay, wir sind hier der achte Mann und wir gewinnen das hier gemeinsam. Wieder zu passiv hinten in der Abwehr. Da muss man wirklich den Schritt entgegengehen. Vielleicht geht man einfach auf die Wurfarmseite von Förster, um ihn anzunehmen. Ja, Förster ist sechster Treffer in diesem Spiel. Und jetzt spielt man wirklich mit den vier kleinen Leuten, wie du es vorher angesprochen hast, gegen diese große, aber schwerfällige Abwehr und das Tor von Henrik Strauch. Man hat es gesehen, man hat konsequent auf die Lücke gestoßen und dann war eben halt bei Henrik die Möglichkeit da. Henrik ist auch ein Spieler, der solche Situation liebt, der dann einfach auch da durchgeht und kennt dann auch keinen Schmerz, er hat da keine Angst vor. Was vielleicht eben halt auch nochmal, wenn es jetzt nicht ganz so mit Robert Schneidewind funktioniert, dass man auch vielleicht nochmal wieder Christian Klatt bringt, der dann als Einläufer arbeitet, um ihm halt nochmal was entgegenzusetzen. Ja, Sebastian Nugli ist jetzt mit dem 21:18. 3 Tore Führung für die SG Banskoleten. Es ist ein heißer Tanz hier und wir haben noch 12 Minuten vor uns. Und da ist wieder Henrik Strauß, der sich die Lücke nimmt und abgepfiffen. Man hört jetzt hier viel von der Seite, dass die Schiedsrichter zu früh abpfeifen würden. Zu früh das Abwehrfoul abpfeifen und nicht den Vorteil laufen lassen. Es ist eine Schrittsituation. Und es ist auch richtig, dass die Schiedsrichter da einfach unterbrechen. Das sieht unglücklich aus, wenn man danach das Tor trifft. Aber wenn man vorher technischen Regelfehler gemacht hat, dann sollte man damit leben. Und jetzt belohnt er sich damit, macht sein Tor. Henrik Strauß um 22:18. Extrem wichtig, dieser Treffer in dieser Phase. Ja, es war der dritte Treffer von Strauß in dieser Partie. Und auch gut, dass sie den Förster da außen mal gehalten kriegen. Und wieder. Stefan Förster war die Bandscore-Abwehr. Diesmal steht sie etwas besser. Und sie kriegen ihn trotzdem nicht gehalten. Von außen läuft er bis in die Mitte. Technischer Regelfehler 22:18. Und das war ein klasse Anspiel von Förster auf Nowatzki. Aber der muss natürlich rein, der Ball. Der muss rein, aber ich glaube, der war selbst überrascht, dass er da so frei zum Wurf kommt. Ein Kreisspieler braucht auch immer Nächstenliebe, sag ich mal, von seinem Abwehrspieler. Weil wenn man so unbedrängt da zum Zuge kommt, dann kann man eine völlig neue Wurfsituation für ihn.
Und jetzt von außen Robert Schneidewind. Und es gibt 7 Meter und da hat er seinen tritt er seinen gegnerischen Torwart am Kopf. Das hat er gar nicht gerne. Beschwert sich da, nicht ganz so unrecht. Ein Oberligaspieler sollte nicht auf den Korb werfen. 7 Meter hören gerade von außen. Was ist daran? 7 Meter, was siehst du das? Abwehr durch den Kreis. Das ist für mich die einzige Möglichkeit, die ich hier sehe. Und dann ist es auch okay, dass Robert ein bisschen bedrängt wurde, wenn er den Torhüter da trifft. Torhüter ist selbst für sich da verantwortlich. Und auch die brauchen solche Situationen. Kann sogar eher zum Nachteil für Banske sein, dass man ihn damit nochmal ins Spiel bringt. Henrik Zapp, jetzt gibt es nochmal Gelb. Für Nuklis, Sebastian Nuklis. In die Bank. Die gelbe Karte war gegen die Bank. Der korrigiert mich da. Und Henrik Zapp durch die Beine vom Torhüter. Der 6. Treffer per 7 Meter. Bei 6-7 Metern kann man nicht besser machen, aber man hat das Grinsen im Gesicht von Henrik Zapp gesehen. Da gab es noch ein paar freundliche Worte von Stefan Förster. Und der Selbiger setzt sich da wieder durch. Und es gibt Freiburg für Güstrow. So, dann hat man jetzt Birger nochmal richtig gehört, richtig laut. Schneidi, also Robert Schneidi wird raus da. Und Perry Mike Stenzel holt den Ball. Auch wenn der Schiedsri den dann abkriegt. Und Ball ist im Aus. Es bleibt beim 23-18. Ja, man muss eben halt beim Freiburg auch reagieren, wenn Förster sowieso nicht richtig anläuft, dass man eben halt jemanden auf die Wurfarmseite stellt oder ihn komplett aufs Spiel nimmt, damit er gar nicht erst so in den Zug kommt oder in die Fahrt kommt, um dort zum Wurf, zu sehen. Dann sollte jetzt das Kreisanspiel von oben auf Seider. Hat nicht funktioniert und so ist es wieder Güstrow, die hier spielen. Und Klüdermann mit dem Block. Stenzel schon unten und den zweiten hat er dann. Felix Frick. Teilt er da aus dem Spitzenblick. Ja, da zeichnet sich ein bisschen Torwarttraining aus, war schnell genug wieder hoch, ja. Ja, da kann ich jetzt gerade nichts zu sagen. Mikeys Reaktion super gut nach oben gekommen. Und jetzt stellt man wieder für Lars Klüdermann und da ist die Überzahlsituation. Mario Seider mit dem Treffer und Stürmerfaul. Stürmerfaul entschieden, es bleibt beim 23-18.